Der heutige Handelstag war geprägt von extremer Volatilität und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ja, das war schon ziemlich krass und Auslöser war wieder einmal der Handelskrieg. Waren Headlines zum Handelskrieg. Fing ja zunächst mal heute Nacht mit einem Tweet von Donald Trump an, als er sagte, naja, diese Geschichte da mit Hongkong, lass uns doch da mal sprechen, lieber Xi Jinping, könnten wir uns doch mal treffen. Und einfach mal die ganze Geschichte so ein bisschen diskutieren, dann wird wahrscheinlich wieder alles gut. Latent natürlich da so ein bisschen die Drohung, dass der Handelsdeal gekoppelt ist an eine, naja, friedliche Lösung, zumindest eine Lösung, die den Amerikanern einigermaßen taugt. Die Chinesen haben das dann relativ klar zurückgewiesen, indem sie sagen, Hongkong, das ist eine innere Angelegenheit Chinas. Da muss sich Xi Jinping nicht mit Donald Trump treffen, um da irgendwas zu besprechen. Das ist eben Sache der Chinesen. War also eine ziemlich klare Abfuhr. Hat die Märkte aber so ein bisschen nicht wirklich tangiert, kann man sagen. Aber tangiert hat dann eine Schlagzeile, die plötzlich kam, dass China sagte, wir werden Gegenmaßnahmen ergreifen gegen die Zölle, die ja ab 1. September dann auf diese restlichen 300 Milliarden erhoben werden sollen, mit diesen Ausnahmen, wie wir inzwischen wissen, Smartphones, alles, was sozusagen im Weihnachtsgeschäft von Bedeutung ist. Jedenfalls hat China gesagt, das ist ein Bruch des Abkommens zwischen Trump und Xi Jinping, das man auf dem G20-Gipfel in Osaka geschlossen habe. Und booms ging es mit den Märkten nach unten. Und dann kam eine Schlagzeile, die die Märkte plötzlich wieder nach oben trieb, obwohl sie das eigentlich nicht so wirklich hergibt. Nämlich hier diese Schlagzeile, dass China sagte, das Außenministerium Chinas, nämlich wir wollen hoffen oder wir hoffen, dass wir uns auf halbem Weg mit den Amerikanern treffen können. Da hat man sich gedacht seitens der Märkte offenkundig, super, das ist ja eine tolle Nachricht, auf dem halben Weg treffen, das ist immer hübsch. Nur das Problem ist, dass die Amerikaner dazu nicht bereit sind. Das hat Lighthizer wie Kayla Tausche von CNBC, die Korrespondentin, klar hier rausgestellt. Lighthizer hat dann gesagt, nee, das ist nicht drin, denn wir haben sozusagen unsere Forderungen, das ist nicht der halbe Weg. Und Donald Trump hat dann auch wenig später das nochmal klar gemacht in einem Radiointerview. Der hat gesagt, wenn es einen Deal gibt, dann on our terms, also zu unseren Bedingungen. Und dann war es mit der Party an den Märkten auch relativ schnell wieder vorbei. Also es geht wild zur Sache, kommt die Schlagzeile, dann geht es runter, dann kommt die andere, dann geht es rauf und dann kommt die nächste, dann geht es wieder runter. Es ist wirklich ein Hin und Her. Fakt ist, dass ein Deal doch sehr, sehr, sehr weit entfernt ist, selbst wenn die chinesische Delegation jetzt im September dann nach Washington reist. Wenn die Amerikaner sagen, wir wollen es sozusagen so haben, wie wir es eben haben wollen, nach unseren Bedingungen. Die Chinesen sagen bei jeder Gelegenheit, nein, es muss auf Augenhöhe sein, es muss ein Kompromiss sein. Und solange hier die Amerikaner vor allem diese Haltung aufrechterhalten, indem sie sagen, das muss unsere Bedingung sein oder die ganze Geschichte muss zu unseren Bedingungen sein, und man sagt das, weil wie Trump eben wirklich glaubt, die Chinesen hätten sozusagen die Amerikaner ausgenutzt in den letzten 30, 40 Jahren und dementsprechend fordert er so eine Art Wiedergutmachung. Deswegen muss der Deal eben so sein, wie er ihn haben will, so eine Art Kompensationsgeschichte, eine Entschädigungsgeschichte, und dazu werden die Chinesen nicht bereit sein. Deswegen sehe ich da noch keinen Weg, wie ein solcher Deal zustande kommen kann. Da muss vielleicht der Schmerz für die Märkte noch deutlich größer werden. Schauen wir uns ein paar andere Dinge an. Heute wieder mal Anleihen, das große Thema. Wir haben aktuell die 30-jährige US-Staatsanleihe wieder auf einem Allzeittief. Heute Nacht schon die Zweiermarke unterschritten, die Marke von 2%. Eine dreimonatige Anleihe rentiert nur unwesentlich unter der 30-Jährigen. Das sind krasse Verhältnisse. Sie haben natürlich eigentlich ein höheres Risiko, wenn Sie eine Anleihe kaufen, die eine 30-jährige Laufzeit hat, als wenn Sie eine dreimonatige Anleihe kaufen. Aber die Märkte spielen es eben, weil sie mit massiven Zinssenkungen rechnen nach wie vor. Und das wollte ich nicht zeigen. Das ist der Euro. Nee, ich wollte hier das zeigen. Die Märkte erwarten nämlich bis Ende nächsten Jahres, also bis Ende 2020, 4,59 Zinssenkungen durch die Fed. Das ist eine Menge Holz, kann man sich ja mal überlegen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es sind 0,25er Senkungen, dann wären das immerhin mal so, wenn ich richtig rechne, 1,25% knapp. Naja, 1,19, wenn wir hier diese 4,59, die derzeit in den Fed Fund Futures eingepreist sind, mal hier als Vergleichsmaße nehmen. Schauen wir uns dann aber auch an, was eigentlich heute
gegen diese Zinssenkungen spricht. Wir hatten ziemlich gute Konjunkturdaten heute. Einzelhandelsumsätze sehr stark. Und wir sehen hier die sogenannten Core Retail Sales, die sogenannte Control Group. Das ist also der Bereich des Einzelhandels, der direkt ins amerikanische BIP einfließt. Und wir haben hier einen Wachstum von 1,0% gehabt jetzt für den Juli. Und damit sind die ersten 7 Monate in dieser Control Group, was den Einzelhandelsumsatz betrifft, und der ist ja zentral für die amerikanische Wirtschaft, weil eben 70% des BIPs durch den Konsum bestimmt werden in den USA. Das ist der beste Wert, den wir jemals hatten. Es gab noch nie, seit es diese Aufzeichnung der Daten gab, nämlich seit 1992, eine bessere 7-Monats-Strecke. Und warum soll die Fed jetzt plötzlich die Zinsen so massiv senken? Und das erscheint nicht so furchtbar logisch. Markus Koch hat heute gesagt, er erwartet einen Emergency Cut, also praktisch eine Notzinssenkung, weil die Anleihemärkte so in Panik sind, etc. etc. Aber wir haben gestern auch Aussagen von James Ballard gehört, der gesagt hat, der US-Wirtschaft geht's gut, wir sind nicht in einer Rezession, alles schick. Macht euch doch mal locker. Das klingt jetzt nicht nach Panik, klingt jetzt nicht nach wirklich krassen Schritten. Ja, die Fed wird wahrscheinlich dann im September nochmal 0,25 senken, aber dann wahrscheinlich sagen, ja, dann gucken wir mal, wie es so weitergeht, während die Märkte eben schon diese Kaskade an Zinssenkungen eingepreist haben. Vor allem die Anleihemärkte eben sind da doch schon relativ weit. Wir haben dann noch eine Geschichte in Sachen Invertierung der Zinskurve. Gestern ja, was die Märkte so ein bisschen geschockt hatte, war die Invertierung der 2- und der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Und wir sehen hier, dass normalerweise die Volatilität dann deutlich ansteigt bei solchen Invertierungen, dass also die Vola letztendlich dann folgt. Und genau das sehen wir im Grunde heute schon in Extremform, eben diese starken Sprünge in den Märkten. Wir haben auch jenseits der Amerikaner heute Interessantes aus der EZB gehört. Da will man nämlich, wie Rehn sagte, EZB-Mitglied Rehn, der gesagt hat, ja, wir müssen da schon mal richtig auf den Putz hauen im September. Es ist besser, wenn wir eher überschießen, als wenn wir unterschießen. Und das hat den Euro hier doch deutlich auf Talfahrt gebracht. QI, Zinssenkungen, all das ganze Arsenal ist jetzt wieder auf dem Tisch. Also, es sind spannende Zeiten derzeit, das kann man nicht anders sagen. Schauen wir uns mal die Charts an hier. Gesponsert wie immer von Capital.com. Wir sehen hier den Nasdaq. Das sieht jetzt hier in diesem Chart, wenn Sie das so sehen, nicht so wahnsinnig aus. Aber wir sind gewesen schon bei 7.360 Punkte, sind dann gestiegen auf 7.550, also fast 200 Punkte. Und das sind mal ganz locker 2% und das in nicht wirklich allzu langer Zeit. Und jetzt sind wir wieder ein bisschen tiefer, sind jetzt hier faktisch in einer volatilen Seitwärtsbewegung nach dem gestrigen Abverkauf. Aber die Märkte sind schon ein bisschen angekratzt. Morgen ist ja der kleine Verfall. Das ist wichtig. Normalerweise sind eigentlich solche OPEX-Wochen, wie sie genannt werden, relativ positiv durchschnittlich. Aber wenn die Märkte weiter runtergehen, dann müssen vielleicht einige, die long im Markt sind mit Optionen, eben dann diese Long-Optionen auf den Markt werfen, gezwungenermaßen. Also das wird jetzt spannend zu sein, wie der Verfall sich dann auf die weitere Kursentwicklung auswirken wird. Schauen wir uns den S&P 500 an. Da sind wir bei 2848. Der Dow Jones hält sich bei 25.570. Überall das gleiche Bild. Auch beim DAX sehen wir extreme Schwankungen, wenn er denn kommt. Da ist er. Wir hatten heute ein 4,5-Jahrestief gesehen. Wir waren schon deutlich unter der 11.300er Marke, halten uns jetzt bei 11.433. Der DAX ist so ein bisschen gestützt jetzt natürlich durch die Ankündigung der EZB, zumindest von Rehn, dass da was Großes kommt, das könnte Liquidität reinschieben. So mag sich manche DAX-Trader hier denken, benachteiligt oder nicht wirklich erfreut sind die Eurobullen durch diese Geschichte. Davon profitiert der DAX, dass der Euro jetzt schwächer wird. Wir sind unter der 1,11er Marke, da wird sich dann Donald Trump wahrscheinlich bald wieder mit einem Twitter-Kommentar zu Wort melden und sagen, ja, die werten ihre Währungen auch ab und wir haben eine viel zu rigide Zinspolitik. Wir sehen, das Gold stagniert bei 1520 und das amerikanische Crude Oil bei $54.43. Extrem volatil, liegt auch an der geringen Liquidität. Ich hatte heute Morgen diese Grafik gezeigt. Hier sehen wir die Volatilität, nicht die Volatilität, sondern das Volumen. Hier zum Beispiel bei US-Aktien. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was sonst im August in den Jahren 2010 bis 2018 der Fall war. Und wenn solche Headlines reinkommen und wir haben geringe Liquidität, dann entstehen eben solche Kursschübe. Simple as it is, das ist Börse mit wenig Liquidität. Liquidität scheint überhaupt ein Thema zu sein
nicht nur an den Aktienmärkten, da ist irgendwie vielleicht was im Busch. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Feierabend und sage Servus, meine Damen und Herren, und ciao, vor allem den Süddeutschen, die heute wieder mal Feiertag gehabt haben. Erstaunlich, dass die ein höheres BIP haben pro Kopf, obwohl die überhaupt nicht arbeiten, oder? Servus, ciao.